Was ist es, was mich an Bloodborne so begeistert? Sind es die wunderschönen Landschaften? Ist es das hervorragende Gameplay? Ist es der Soundtrack, der zu jeder Situation passend klingt? Ist es die düstere Atmosphäre, die sie es mal schafft, mich in ihren Bann zu ziehen? Ist es sogar vielleicht der gut ausgewogene Multiplayer-Modus? Oder ist es einfach nur der Schwierigkeitsgrad, der in mir den Drang weckt, den verflixten nächsten Bossgegner zur Strecke zu bringen? Oder die unzähligen PvP-Kämpfe, die ich bestritten habe, die immer, ich wiederhole, immer zum falschen Zeitpunkt kommen? Oder ist es der Drang, mir immer ein neues Gamepad zu kaufen zu wollen, da ich vor Frust fast mein Pad gegen die Wand werfe? So, ich kann euch sagen, es ist ein Mix aus allem. Bloodborne aus dem House of From Software macht so viel falsch wie eine Dose Bier. Denn nur wer Bier bzw. Demon oder Dark Souls mochte, wird an Bloodborne seine wahre Freude finden. Wer sich dafür entscheidet, wird quasi in einen Traum entführt. Im Grunde genommen macht Bloodborne nicht viel anders als ihr Vorgänger zuvor. Durch den cleveren Namenswechsel der Entwickler konnten sie hier und da kleine Details im Gameplay vornehmen. So läuft ihr nicht mehr schwer gepanzert mit einem Schild durch die Dungeons, sondern müsst leicht bekleidet ohne Schild mit blitzschnellen Reaktionen den Monstern ausweichen. Doch immer wieder kommt mir der Gedanke, dass From Software den erfahrenen Spieler eins auswischen wollte. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tränke ich genommen habe, weil der Entwickler sich dachte, oh, setzen wir mal den Trank auf Quadrat oder Y, was vorher dafür diente, das Schwert in einer bzw. zwei Händen zu tragen. Das sogenannte Holzschild, was im Übrigen das Eisschild ist, was man in diesem Spiel finden kann, dient mehr als Zierde, als irgendeinen großen Nutzen davon zu ziehen. Außer winzig kleine Details, die sich geändert haben, bleibt das Spielprinzip sich treu. Ihr lauft in einem teilweise offenen Welt von A nach B und schaltet dort Abkürzungen oder Checkpoints frei, um dann den nächsten mächtigen Bosskämpfer zu begegnen. Und nun zu meinen persönlichen Erfahrungen. Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner Meinung zu Bloodborne. Im Endeffekt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass mir gerade ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Denn ich habe gesagt, die Waffenwechsel, das wurde geändert, ist nicht Quadrat oder Y gibt es gar nicht, weil das Spiel ist ja quasi klassisch exklusiv. Ich möchte auch nicht zu viel reden, denn es gibt so gut wie für mich, ich als Dark Souls, Demon's Souls Fan, ja so gut wie keinen Fehler in diesem Spiel. Es gab ein paar Grafikbugs, okay, bin ich aber gewohnt, wenn man ab und zu ein paar Gassen reingeguckt hat, dann sah es echt ein bisschen bescheiden aus, wo ich dachte, Leute, da hättet ihr vielleicht ein bisschen was machen können, ein paar Lichteffekte, aber die Lichteffekte an sich sind super klasse, die Grafik an sich ist klasse, die Musik ist klasse, das Gameplay sucht seinesgleichen. Ich bin hin und weg von diesem Spiel. Klar gibt es ein paar Änderungen, wie ich schon erwähnt habe, es gibt kein Schild mehr, man muss viel ausweichen, das ganze Gameplay ist viel schneller als vorher. Man findet keine Ausrüstung mehr, die kann man nur noch kaufen. Es gibt keine Seelen mehr zum Beispiel. Es gibt nur noch diese Blutechos, ist im Endeffekt noch das gleiche wie Seelen. Der Entwickler hat versucht, öfters jemanden zu ärgern, also quasi erfahrene Spieler, indem sie, wie gesagt, den Tastenwechsel durchgeführt haben. Ich habe am Anfang so viele Tränke verbraucht, die am Anfang extrem wichtig sind. Oder auch Silberkugeln, man benutzt die quasi Waffe oder die Zauber mit L1 und vorher war das halt das Schild. Haben auch so viele Sachen vergeudet am Anfang. Aber so nach 3 Stunden habe ich es dann wirklich drauf gehabt, auch mit dem Gameplay, mit dem Ausweichen und alles. Und es hat mir dann einen riesen Spaß gemacht. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie gut dieses Spiel eigentlich war. Es gibt 3 Enden in diesem Spiel, ein gutes, ein böses und ein Secret. Ich habe das Secret-Ende gehabt. Wenn jemand von euch da draußen spielt und sagt, hey cool, das ist das Secret-Ende, den kann ich natürlich gerne sagen, wie man das Secret-Ende bekommt. Aber ich möchte das hier eigentlich nicht spoilern, nicht dass jeder sagt, oh cool, dann mache ich nur das Secret-Ende. Das soll ja auch ein bisschen, aber jeder, der das gerne möchte, der kann sich das dann von mir abholen. Oder einfach googeln, im Endeffekt. So, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Ich möchte auch nicht so viel ins Detail gehen. Wie gesagt, nach 3 Stunden habe ich es dann wirklich drauf gehabt. Ich habe so ca. 40 Stunden gebraucht für das Spiel. Bin jetzt, wie gesagt, im Plus-Spiel. Habe da jetzt auch schon die ersten 2 Bosse gelegt. Habe viel mit den Sanitätern gespielt, falls man das Video ab und zu gesehen hat. Davor. Das funktioniert super, man kann das Passwort vergeben. Da befindet man sich super schnell. Die Glocken dafür, also nicht die Glocken im Spiel, die kann man bei Boten kaufen. Der Bote, der man nur mit Einsicht kaufen kann, gibt es extra so Boten. Der Boten sind quasi Händler, es gibt quasi 2 Stück. Der eine, da kann man nur mit Einsicht kaufen, der erscheint auch nur, wenn man 10 Einsichten mindestens hat. Und bei den anderen,
halt nur mit Blutechos. Wie gesagt, Ausrüstung lassen den Gegner nicht mehr fallen, kann man nur bei den Booten kaufen. Man kann umso mehr kaufen, umso mehr Talismänner oder Anhänger von alten Jägermann bekommt. Solche Abzeichen sind das. Im Endeffekt bleibt es aber alles das Gleiche. Es ist ein Demon's Souls oder es ist ein Dark Souls, nur im Namen von Bloodborne. Ja, was bleibt noch zu sagen? Gar nichts mehr. Es ist ein Spiel, was ihr euch unbedingt zulegen müsst, wenn, ich möchte das gerne betonen, wenn ihr ein Demon oder Dark Souls Fan seid. Dann kommt ihr an diesem Titel nicht vorbei und wenn ihr daran vorbeigeht, dann möchte ich behaupten, dass ihr irgendwie zu lange schlaft oder pennt. Das geht sonst gar nicht. Oder für diejenigen, die sagen, ich wollte eh schon mal Demon's Souls oder Dark Souls spielen, hab's aber nie geschafft und jetzt habe ich eine neue Konsole und habe meine alte wahrscheinlich verkauft. Damit seid ihr dann richtig dabei und ihr werdet es nicht bereuen. Natürlich für jeden, die vorher schon frustgefährdet sind und gerne mal ein Pad gegen die Wand werfen und sowieso Demon Dark Souls überhaupt nichts für euch ist, dann lasst die Finger davon, weil dann werdet ihr damit nämlich auch nicht glücklich und ihr zerreißt das Spiel, obwohl es eigentlich gar nicht verdient hat. So, ich habe nebenbei auch dieses Spiel getwitcht. Möchte das ganz kurz erwähnen, denn ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe das, glaube ich, jetzt 4 Mal gemacht und echt manchmal auf Dauer bis zu 4 Stunden. Und ich hatte teilweise bis zu 16 Zuschauer. Ich war sehr überrascht. Der Killer-Dami war auch dabei. Sogar der Teledude, der Alex war, hin und wieder dabei. Da durfte ich mir nicht so viel erzählen, denn er wollte sich nicht spoilern lassen. Ist natürlich verständlich. Aber ich habe auch viele neue Leute kennengelernt, wie Nakami oder eine Nala, eine ganz liebe Frau. Davor ein Angel war ganz oft dabei, fast immer, und hatte mir beigestanden. Und es war echt eine nette Erfahrung, muss ich sagen. Wir haben einen Daumen gedrückt nebenbei und wir haben nebenbei über Twitch, also quasi über Bloodborne diskutiert und gequatscht und wir haben dann Fragen geäußert und Sani und ich waren da quasi teilweise zusammen in Twitch und haben dann die Sachen beantwortet. Hat mir echt einen riesen Spaß gemacht. Ich werde natürlich jetzt nicht mein YouTube-Dasein aufgeben und jetzt bei Twitch machen, das mache ich nicht. Bei YouTube bleibt mein Steckenpferd und es macht mir auch am meisten Spaß, denn die Videoschneiderei, das ist mein Ding. So, das ist dann auch gewesen, was ich hier soweit erzählen wollte von Bloodborne. Ich hoffe mal, dass ich mit irgendwelchen Leuten nochmal einen Podcast machen kann und das ganze Ding mal richtig auseinandernehmen darf. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr dabei seid, mich unterstützt, mich gerne schaut und ich liebe euch, Leute. In dem Sinne bin ich weg.